Im Gegensatz zum letzten Jahr konnten die nominierten Sportlerinnen und Sportler des diesjährigen Auser Sportlerballs den Wintermantel im Schrank lassen. Frank Hapering war einer der 12 Anwärter in der Kategorie Sportler des Jahres im Taekwondo. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen könnte. Ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie mich gewählt haben. Wer weiß? Also, wir werden sehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich gewinnen würde. Aber ich würde es auch jedem anderen gönnen, weil ich weiß, dass die Sportler ihre Leistung erbracht haben, genauso wie ich. Also ist das für mich kein Problem, wenn ich nicht gewinne. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich der Sportler des Jahres 2006 werden würde. Getreu dem Motto Ladies First eröffnete Moderator Michael Schädel den Abend mit der Wahl der besten Sportlerin. Überrascht und auch total nervös, auch als ich da oben auf der Bühne stand, total am Zittern und ja, aber war ein tolles Gefühl. Knapp 5.500 Stimmen wurden bei der 7. Sportlerwahl per Internetvoting abgegeben. So beteiligten sich Menschen aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland wie Polen und USA an dem Entscheid. Daneben gab es ja noch die traditionelle Wahlurne. Insgesamt konnten die Vorstandsmitglieder des Sportverbandes dadurch fast 7.100 Kreuzchen und Klicks notieren. Neu war nicht nur das Ambiente oder die Aftershow-Party. Erstmals wurden auch Videoclips über die nominierten Sportler erstellt. Ich glaube, was gut ist, ist, dass der Mensch Sportler durch die Vorstellung der Filme ein bisschen besser rausgekommen ist und auch diejenigen, die jetzt nicht zur Sportlerin, zum Sportler, zur Mannschaft des Jahres gewählt worden sind, sind etwas besser herausgekommen und das finde ich ist wichtig, weil die Nominierung als solches ist ja auch schon ein riesengroßer Gewinn für die jeweiligen Sportler. Die Sängerin Bo Shannon hatte zwischenzeitlich unter anderem Frank Sinatra wieder zum Leben erweckt. Nachdem sie auch Songs von Robbie Williams perfekt umgesetzt hatte, kam der große Moment für Frank Hapering. Meine Damen und Herren, Sportler des Jahres 2006 ist das Publikum bzw. die Bevölkerung von Aus hat halt entschieden und ich bin vollkommen zufrieden und ich finde, Jens Kemper hat es auch verdient. Es ist vollkommen in Ordnung. Die beste Mannschaft mit über 56% wurde die Inliner-Hockey-Mannschaft Mady Dogs. Standing Ovations gab es vom Publikum beim großen Finale, als noch einmal alle nominierten Sportlerinnen und Sportler die Bühne betraten. Ja.